It all starts here. In den vergangenen Wochen hat er laufend über die Situation in Japan berichtet. Buchautor und Journalist Roland Hagenberg ist heute zu Gast bei uns im Studio live. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Hagenberg, wie ist es wieder in Österreich zu sein nach dem ganzen Erlebten? Ja, ich bin vorgestern angekommen. Gestern war wunderbares Wetter im Burgenland. Das ist natürlich schon sehr auflockernd. Das hilft, ein bisschen Abstand zu bekommen von Japan und was da alles passiert ist. In Reiding ist es ja geplant, dass 10 japanische Star-Architekten mitarbeiten. Werden alle 10 Wohneinheiten realisiert werden? Ja, wir gehen da ja schrittweise vor. Das wird nicht so sein, dass alle Häuser auf einmal gebaut werden. Wir haben derzeit Terunobu Fujimori hier im Burgenland. Wir werden im Juni anfangen mit dem ersten Bau und die anderen folgen schrittweise. Warum konnte man trotzdem solche Star-Architekten, die in Weltstädten bauen, üblicherweise da gewinnen mitzumachen? Also ich glaube, wir haben in dieser Welt eine Situation erreicht, wo es nicht mehr darum geht, für tolle Modehäuser die Headquarters zu bauen, super luxuriöse Museen hinzustellen. Wir sind in einer Weise sehr übersättigt und ich glaube, das Reiding-Projekt bietet den Architekten die Möglichkeit, sich neu zu definieren in einer ländlichen Umgebung und zu sagen, was braucht man heute eigentlich zum Leben und was ist wirklich global. Ich meine, das ist global, wenn man von einer 35-Millionen-Stadt kommt und in Reiding mit 800 Einwohnern, mit den Bewohnern dort gemeinsam errichtet, das ist wahrer Globalismus.